1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio in unserer Ausgabe Freitag auf Samstag, wie immer eine freie Themennacht. Also, wer gerne von euch mit mir hier sprechen möchte, der sollte die Telefonnummer wählen, 0800 220 5050 oder der sollte uns mailen unter domian@wdr.de. Wer hat das schon gemacht? Ich kann es euch sagen, nämlich der Ernst, und Ernst ist 66 Jahre. Hallo Ernst. Hallo. Ja. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ich kann dich im Fernsehen nicht sehen, das Fernsehen ist kaputt gegangen. Ach du liebe Zeit, aber wir hören uns ja gut. Wir hören uns gut, ja. Ja, und was geht's? Es geht um Folgendes. Ich, meine Lebensabschnittsgefährtin, so heißt es heutzutage, ne? Ja. Die möchte nicht mehr so viel Sex haben, wie ich gerne möchte. Oh. Ja. Wie viel willst du denn? Oh, vielleicht so einmal in der Woche. Ja, das ist ein bescheidener Anspruch. Ja. Einmal in der Woche ist ja okay eigentlich. Ja. Wie lange seid ihr beiden Turteltauben denn schon zusammen? Wir sind schon zusammen seit 44 Jahren, aber zwischendurch war ich mal 15 Jahre weg. Wo warst du denn in 15 Jahren? Ja, war ich woanders. Erzähl mal, wo warst du? Im Knast oder wie? Nein, nicht im Knast. Nein, nein. Bei einer anderen Frau? Bei einer anderen Frau? Bei einer anderen Frau, ja. Achso. Ja gut, auch wenn man von den 44 Jahren 15 abzieht, bleiben immer noch sehr viele Jahre übrig. Ja, wir haben also ein sehr schönes Leben früher gehabt und dann hat sich irgendwie das mal geändert. Ich brauchte von dir bloß einen Rat. Ja. Wir haben heutzutage wir leben seit 10 Jahren wieder zusammen. Ja. Und wir haben eine wunderbare harmonische sind harmonisch zusammen. Bloß mit dem Sex klappt das nicht so. Mit dem Sex klappt das nicht so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, lass mich noch mal fragen, wie oft würde sie denn wollen? Ja, sie will im Grunde genommen, so hat sie mir vor kurzem gesagt, sagte, ja, im Urlaub ja, aber wir fahren zweimal im Jahr im Urlaub, ne? Ja. Wir haben ja alles schon gehabt, ne? Ist natürlich eine Schwierigkeit. Wenn bei einer Person das Bedürfnis irgendwie abgeflaut ist oder so runtergesungen ist, wie alt ist deine Partnerin? Die ist 5 Jahre jünger. 5 Jahre 61 ist sie. Ist das ja irre schwer, das irgendwie wieder hochzukriegen, vor allen Dingen, wenn man so lange zusammen ist. Ja. Und da hat man wirklich ein dickes Problem am Hals, wenn der eine gerne öfter will und der andere wirklich nicht mehr will, weil er sagt, ich habe es früher erlebt und heute interessiert mich das nicht mehr so, ist wirklich schwierig. Ich habe heute gesagt, dein Sex geht los doch übers Essen. Ja. Sie ist nicht, sagen wir mal, dass jetzt das unheimlich vollschlank ist, ne? Nee, aber das ist. Nein, ich koche auch gerne, mache auch alles gerne, ja. Und tue auch vieles im Haushalt, ne? Aber das ist ein richtiger Hinweis, den du da sagst. Das ist ein richtiger Hinweis. Viele Leute, die keine Lust mehr am Sex haben, wirklich keine Lust mehr haben, haben ihre sinnlichen Gelüste durch das Essen. Das ist dann das, was so übrig geblieben ist und was der Mensch ja bis zum Ende halt auch erleben kann in der Regel. Ja. Da ist aber guter Rat verdammt teuer, sage ich dir. Ja, ich wollte ja bloß von dir Rat haben, das ist eigentlich gar nichts. Ja, was bedeutet das denn für dich, wenn sie sagt, nee, ich habe höchstens nur zweimal im Jahr Lust, könntest du denn auch darauf verzichten oder wirst du immer unzufriedener? Ja, unzufrieden direkt nicht, aber ich habe schon mal ab und zu mit den Gedanken, spiele ich mal irgendwo mal fremd zu gehen, aber das passt mir nicht. Ja. Ich möchte es auch nicht. Ja. Ich möchte es im Grunde genommen möchte ich es gar nicht, ne? Ja. Ich möchte es einfach gar nicht. Ich verstehe das, ja. Wäre sie denn damit einverstanden, wenn du beispielsweise alleine mal in einen Swingerclub gehen würdest? Das glaube ich auch nicht. Da waren wir früher auch schon mal drin, in den 70er Jahren. Ach so, Mensch, dann seid ihr ja alte Hasen und mit allen Wassern gewaschen. Ja, ich habe alles erlebt. Aber dann ist sie ja auch relativ offen und ja, aber sie ging da heute nicht mehr hin. Nee, aber ich meine, sie kennt das von früher und ist da auch nicht verspannt oder verklemmt in solchen Sachen. Nein, worauf ich hinaus will, ist, ob sie dir die Freiheit lassen würde, sogar mit ihrem Wissen, dass du ab und zu mal irgendwie vielleicht was anderes machen könntest. Da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ja. Da bin ich mir nicht sicher. Frag sie doch mal.
Ja, frag sie doch mal, weil sonst gibt es gar keine Alternative, sonst musst du dich ihr... Ich habe gedacht, du könntest mir einen Rat geben, ich weiß, dass ich ihr noch was anders machen könnte. Ja. Ich mache schon alles. Also wenn du alle Verführungskünste der Welt schon ausprobiert hast und ich will jetzt gar nicht... Ich gehe morgens früh um 7 Uhr Brötchen holen, ja. Und mach alles fertig, ich schmiere da Brötchen fertig. Ja, weißt du, davon wird man nicht geil. Bitte? Nee. Nee, das ist sehr nett und sehr lieb von dir, aber ich meine wirklich, wenn man jemanden so lange kennt, kann man auch nicht mit irgendeinen neuen Verführungskünsten ankommen. Das funktioniert nicht mehr. Nee. Und man muss das ja vielleicht auch respektieren, wenn jemand ab einem bestimmten Alter sagt, nee, so mit Sex, das ist die große Zeit habe ich hinter mir. Das kann man da auch nicht mehr rausholen. Bei dem einen mit dem anderen geht's. Aber deswegen wäre das für mich eigentlich so die einzige Idee, die ich habe, wenn ihr relativ offen miteinander umgeht, dass du es mal fragst, ob sie da was Probleme mit hätte, wenn du mal in den Club gehen würdest. Ja, dann kommt ja der Gedanke wieder, nicht wahr? Dann würde ich vielleicht ja irgendwie in ein altes Klischee wieder reinfallen, nicht wahr? Ach so, sie ist misstrauisch. Ja, das möchte ich auch gar nicht. Ich glaube, dass man dann an so einem Punkt, wo ihr angekommen seid, ich glaube, da muss man sich dann einfach dem Partner anpassen. Da musst du dich deiner Frau anpassen. So hart das ist, du hast zwei... Ich kann die Boschwil in den Finger haben. Ja, dann, du hast zwei gesunde Finger und Hände, ja. Hände nicht Finger. Da gibt es keine Lösung. Da gibt es keine Lösung. Ich meine, es ist ja ein hoher Wert, wenn du sagst, dass ihr beiden euch sehr gut versteht. Das ist ja ein tolles Ding. Wir haben ein wunderbares, nach 15 Jahren, seit 10 Jahren bin ich wieder zurück wieder. Ja. Und wir haben ein wunderbares Verhältnis. Super, super. Würde ich auch nicht gefährden. Wirklich, das würde ich nicht gefährden. Da habe ich auch Angst vor. Ja. Also heimlich, ich würde auf keinen Fall an deiner Stelle heimlich fremdgehen. Auf keinen Fall. Das ist der Sex nicht wert. Nee. Wenn, dann rede mit ihr offen, dass sie immer sagt, okay, mach es. Aber und wenn das alles nicht funktioniert, dann unterdrück's halt und du bist Herr deiner selbst und ist gut. Ja, wirklich. Man kann das gar nicht hoch genug, glaube ich, einschätzen, eine tolle Beziehung zu haben mit Vertrauen und einen schönen Alltag. Die Beziehung ist wunderbar. Ja, wunderbar ist. Bloß einfach, dieser eine Punkt ist da einfach. Merkst du denn in deinem Alter, du bist jetzt 66, merkst du, dass es denn auch schon weniger wird, so von Jährchen zu Jährchen? Ja, ich brauchte nicht mehr dreimal in der Woche mehr. Ja. Da brauchte ich nicht mehr. Ja. Also wenn du jetzt die letzten 6 Jahre, nehmen wir mal als Beispiel, so Revue passieren lässt, ist es weniger geworden oder ist es konstant geblieben, das Bedürfnis? Es ist jetzt in den letzten 2 Jahren weniger geworden. Weniger. Mhm. Ja, vielleicht gleicht sich das ja bald an bei euch. Zweimal im Jahr im Urlaub oder du fährst einfach öfter mit ihr in Urlaub. Ja, logisch. Ne? Dann hast du auch mehr Sex. Ja. Wenn sie im Urlaub entspannt ist. Dann, ja, das ist richtig. Ne? Ja, wunderbar. Ist vielleicht der Trick so. Oder ihr macht ab und zu mal eine Wochenendreise und du nennst es Urlaub und schon hast du deinen Sex. Alles klar, Lieber Hans, grüß mir herzlich deine Frau und alles Gute euch beiden. Gut, tschüss. Ciao, tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Bianca und Bianca ist 28 Jahre. Hallo Bianca. Hallo Jürgen. Hallo Bianca. Na? 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 Über was reden wir beide? Wir wollen über das Thema Wahrsagen, Hellsehen, Karten legen. Wollen wir das? Astrologie. Oh. Ja. Darüber wollen wir reden. Darüber wollen wir reden. Nun gut, dann bin ich damit einverstanden. Ja. Du bist 28 Jahre alt und bist entsprechend in diesen Bereichen sehr interessiert. Ja, interessiert bin ich das schon, ja, eigentlich ziemlich lange. Wahrsagen, Karten legen, Hellsehen? Hellsehen. Kannst du das? Nein, ich kann das nicht. Ich denke wohl immer, dass ich auch irgendwo eine gute Intuition habe, wo andere dann vielleicht mal sagen, ja, was ich mir da alles wieder zusammenreime in meinem Kopf, aber ich habe schon festgestellt, dass ich da auch wohl so in manchen Dingen halt richtig liege. Mhm. Aber das ist jetzt gar nicht so das Thema, sondern das Thema ist, ob ich das jetzt kann, sondern dass ich dort anrufe bei so einer gewissen Hotline. Ach so, da gibt es so Astrologen-Hotlines und was. Ja, das gibt es. Auch auf einem anderen Sender, wo dann so Shows laufen. Das klingt aber eher nach Geldabzocke, ne? Richtig. Oder was heißt, ich sag mal, da wo ich jetzt angemeldet bin und wo ich anrufe, also ich rufe da seit letztes Jahr März an. Ja. Da habe ich wieder in einer so schlimmen Lage gesteckt. Im Grunde genommen seit 3,5 Jahren stecke ich in einer für mich irgendwo, womit ich halt nicht klarkomme in dieser Lage. Und
letztes Jahr habe ich dann halt mal so eine Fernsehsendung gesehen. Das war ja so eine Werbesendung halt dafür. Mhm. Ein Gespräch gratis. Mhm. Ja, und dann lockt das natürlich dort anzurufen. Und was muss man da machen? Dann redet man mit einem Astrologin oder mit einer Kartenlegerin? Egal, du kannst auch im Internet gucken. Oder die haben mir die erste Zeit immer eine Zeitung geschickt. Ja. Und da kann man sich die Leute raussuchen. Da steht dann auch so Bewertungen hinter, was für Bewertungen haben. Und dann sprichst du mit denen dann über deine Lebenskrise und erhoffst dann auch eine Lebenshilfe dadurch. Richtig. Im Grunde genommen geht es da immer nur um meinen Herzensmann. Um deinen Herzensmann. Ja, so sagt man das da so in der Szene. Sag mal, wie viel kostet das denn pro Minute? Ja, also meistens so 1,99. 1,99? Richtig. Und das machst du seit letztem Jahr? Richtig. März, hast du gerade gesagt? Seit letztes Jahr im März machst du das? Ja. So, wie viel ist zusammengekommen? Das darf man eigentlich gar nicht sagen, doch, vom Verstand her, aber... ich bitte darum, das zu sagen. Ja, 16.000 Euro bestimmt. Nein. Kann auch sein, sogar mehr. 1.000 Euro hast du ausgegeben? Ja, ich habe so da letztes Jahr... Für so einen Firlefanz? Für so einen Firlefanz? Ja, man wird aber... Warum hast du mich denn nicht schon vorher angerufen? Hätten wir drüber reden können, hätte ich es gestoppt. Ja, das ist doch alles Quatsch und alles Humbug. Die ziehen euch doch nur das Geld aus der Tasche. Ja gut, aber es gibt auch wirklich dort welche, muss ich sagen. Und da habe ich wirklich eine oder zwei Frauen gefunden. Die eine, die legt Karten, kann aber auch hell sehen. Und die andere ist eigentlich nur so eine Hellseherin. Und die hat mir letztes Jahr da war ich mit meinem Freund auch wieder auseinander. Mhm. Unser Sohn ist geboren letztes Jahr im Januar. Also wir haben auch einen Sohn zusammen. Mhm. Und als er 2 Monate alt war, sind wir wieder auseinandergegangen, das war im März. Ja. Und dann hat die mir, die habe ich aber erst im Juni dort entdeckt, gesagt, dass wir wieder zusammenkommen und wie und den Weg auch, wie wir wieder zusammenkommen. Und ich habe das auch nie geglaubt. Und ich glaube auch jetzt, wenn ich da anrufe, ich glaube das immer nicht, ich schreibe mir das alles auf. Hast du dich denn danach gerichtet, was sie gesagt hat? Oder ist es dann einfach so eingetreten, wie sie es gesagt hat? Gerichtet, die Hoffnung ist bei mir nicht so ganz gestorben. Ich hatte also im Prinzip hättest du es dir auch sparen können. Es ist ja dann, es kommt ja so, wie es kommt. Angeblich wusstest du es vorher, aber ich muss mal auf die 16.000 Euro kommen. Ich bin ja ganz fassungslos. 16.000 Euro, kannst du dir das leisten? Hast du so viel Kohle? Ich sag mal, so ging das bis jetzt immer noch. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr Erspartes. Das ganze Ersparte ist weg durch diese Hotlines, durch die Astrologen-Hotlines, Esoterik-Hotlines. Bescheuert, ne? Absolut. Ja. Ja, muss ich so sagen, wirklich. Ja. Ich glaube, dass man da fast schon süchtig nach wird, ja, ne? Oder so eine Abhängigkeit entsteht. Jetzt muss ich jeden Seelenpups, sage ich jetzt mal so, muss ich jetzt da mit der Kartenlegerin besprechen. Entsteht, ja. Und man ruft an, wenn etwas geschehen ist, um das zu berichten. Man könnte auch eine Bewertung abgeben, aber dann ist man ja so froh und so hebelig und aufgeregt, dass man das sagen möchte. Ja. Und ich sag mal, dann probiert man ja auch, weil man es ja, ich auch im Moment, was mir jetzt alles so die letzte Zeit gesagt wurde, ich bin auch eine ganz große Zweiflerin und ich glaube es erst dann wirklich, wenn es eingetroffen ist. Also die sagen dir immer nur Sachen, sagen dir im Voraus. Es wird das und das eintreten. Richtig. Ja, aber da frage ich mich immer, was hat man denn davon? Gar nichts. Gar nichts. Ja, man, in dem Moment beruhigt es einen schon. Und ich muss sagen, ich habe ja auch nicht unbedingt sehr viele Leute neben mir, wo ich auch immer hingehen mag. Und ja, aber weißt du, die Energie, die du da reinsteckst, bei diesen Telefonleitungen da anzurufen, die könntest ja auch, du bist ja ein absolut agiler Typ, das merke ich ja, wie du redest, könntest du auch da die Energie reinpumpen, Freunde zu finden. Wie viele gute Freunde hast du denn? Weiß ich auch nicht, eigentlich nicht sehr viele. Ich sag mal so, gute Freundin. Na gut, das ist ja schon mal was. Das finde ich schon viel. Wenn man sagt, ich habe zwei wirklich gute Freunde, so richtig gute Freunde, finde ich das etwas sehr Wertvolles. Dann hast du dann, du bist verheiratet? Nein. Nein, aber du bist in einer Beziehung. Nee, jetzt im Moment ist ja wieder jetzt Schluss. Jetzt ist wieder Schluss. Also es ist mal hin und her. Und ich muss sagen, aber was ich noch sagen wollte ist, ich habe das im September geschafft, von Ende August bis Ende September, bis wir wieder auf einmal Schluss hatten, habe ich dort die ganze Zeit nicht angerufen und ich war so stolz auf mich. Ich hätte es gerne gemacht, aber der Vater von meinem Kind, der baut jetzt halt auch ein Haus und sowas alle und da wollte ich auch noch gerne irgendwo Geld sparen und habe gesagt, wenn es die und die Fliesen nicht sein können, dann gebe ich das Geld dazu. Und das war für mich so der Anlass,
da nicht anzurufen und das Geld zusammenzuhalten. Mhm. Und dann war am 27.09. wieder Schluss mit uns und dann ging es wieder richtig rund bei mir. Also ich sag dir, Bianca, hundertprozentig wird dein Lebensglück nicht beeinflusst und abhängig sein von diesen Gesprächen, die du da teuer bezahlst. Nein, im Grunde genommen hundertprozentig nicht. Ja. Und was du tun solltest, ist, du solltest deine Leitung sperren lassen für diese Nummer. Ja, das hat mir auch schon eine Freundin gesagt. Ja, aber ganz schnell. Und dann ist da schon eine größere Schwierigkeit für dich, da ranzukommen. Radikal sparen lassen, all diese kostenpflichtigen Nummern und alle Kraft, die du hast, daran setzen, davon wegzukommen. Ich meine, 16.000 Euro, das ist verdammt viel Geld. Richtig. Und da habe ich zu ihr als Antwort gegeben, das muss ich auch so schaffen. Und irgendwo denke ich das auch so vom Verstand her. Und das ist ja auch noch. Ja, finde ich eigentlich auch. Aber warum soll man sich nicht selbst ein bisschen helfen, wenn man sich helfen kann? Und wenn das für dich einfacher ist, das ist genauso, wenn du Drogen hast, schmeißt du die und du hast die noch zu Hause, ist der erste... Richtig. Die erste Tat, das Zeug ins Klo zu werfen. Richtig. So, und so musst du als erste Aktion deine Leitung abstellen lassen. Mhm. Und es gibt auch andere Menschen, die vielleicht Menschen helfen, unentgeltlich, weil sie wirklich helfen wollen und nicht. Also ich glaube einfach, dass die Chance oder die Möglichkeit, da beschissen zu werden, nach Strich und Faden, so groß ist, dass ich da wirklich nur vorwarnen möchte. Wenn du dort meine Bewertungen liest, dann schreiben ja auch mal so andere Mitglieder, die da sich auch angemeldet haben, dass sie schon 2 oder 3 Jahre auf den Herzensmann warten. Mhm. Aber da die Expertin ja so gefragt ist, da gibt es dann so 120 Leute in der Warteschlange bei dieser Frau, da sie ja so gefragt ist und weil sie sich ja immer noch so sicher ist von Telefonat zu Telefonat, dass es was wird, warten die. Ist klar. Es gibt da auch so Forums im Internet, wo man unter Google das eingeben kann. Und dann liest man da mal, was sie so im Forum schreiben. Und das sind dann auch so Leute, die da auch wirklich schreiben mit süchtig werden und dass sie sich da abgemeldet haben. Und nur so kann man es. Also wir müssen da gar nicht drüber diskutieren, ne? Ich glaube, dir ist das rational auch klar, ne? Mir ist das rational total klar. Ich bin auch kein dummer Mensch oder sowas, aber da bin ich irgendwie... Wie alt ist dein Kind? Der wird am 24.01. wird er 2 Jahre alt. Ja. Also, da habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Ja, deswegen spreche ich es auch gerade nochmal an. Du musst jetzt da wirklich tatkräftig rangehen. Schluss mit diesen Leitungen. Schluss. Ja. Ne? Und wir telefonieren im Februar nochmal. Ja. Und dann erzählst du mir hoffentlich eine gute Erfolgsgeschichte. Mhm, wenn ich dann wieder so ein Glück habe wie heute Abend. Da kannst du uns melden, dann ist es, kommst du eher durch. Mhm. Ja, liebe Bianca. Du, was ich dir noch sagen wollte. Ich gucke deine Sendung oder ich gucke sie nicht so regelmäßig, aber damals, als ich irgendwann damit mal angefangen bin, ich habe immer gedacht, dass Domian dein Vorname wäre. Und da habe ich mir immer, da hatte ich ja noch kein Kind gehabt. Ja. Und da habe ich immer so gedacht, wenn du mal ein Kind hast und wenn das ein Junge wird, dann nennst du den Domian. Bis ich dann mal irgendwann mal spitz gekriegt habe, dass das nur ein Nachname ist. Es ist ein Nachname. Toll. Aber es gibt ja den Vornamen Demian und Damian. Ja, schön. Das gibt es. Also. Mhm. Wie heißt deiner? Max. Max finde ich sehr schön. Max, gut, den habe ich aber nicht ausgesucht. Hast du nicht ausgesucht? Nein. Sondern? Der Papa. Der Papa. Aber finde ich einen schönen Namen. Ich würde auch gerne Max heißen. Max Domian klingt gut. Ja, ne? Klingt schön als Jürgen Domian. Liebe Bianca, alles Liebe, alles Gute. Und halt durch, ne? Ja. Ich will Gutes von dir hören im Februar. Ne? War schön, mit dir zu sprechen. Ja, mit dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Tobias. Tobias ist 17. Hallo Tobias. Hallo Domian. Ja, Tobias, um was geht's bei dir? Oh, ich bin total aufgeregt. Mach nichts. Schaffen wir schon. Ja, bei mir geht's darum, und zwar habe ich so einen etwas gewöhnungsbedürftigen Fetisch. Ich bin gespannt. Und zwar, also ich bin jetzt 17. Ja. Und letztes Jahr, also Sommer 2004, ja, da hat mein Freund Schluss gemacht. Also ich bin schwul, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ich bin da so eine leichte Depri-Phase so ein bisschen reingerutscht damals. Mhm. Und ja, daraus heraus hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich mich, ja, dass ich dann einfach mal so mich über 2 Wochen zum Beispiel mal nicht geduscht habe. Mhm. Und ja, am Anfang war es eigentlich mehr so Faulheit. Ja. Und so, also es war mehr so, also ich lag viel im Bett halt rum und habe nicht viel gemacht und kam nicht viel raus. Ja. Viel gekifft und sowas alles. Und da hat sich das irgendwie von alleine ergeben. Und dann hast du gemerkt, dass dein eigener Gestank dich irgendwie anmacht. ja, wenn du es so sagen kannst. Man muss es so ausdrücken, ja, ne? Irgendwie schon, ja. Also, ja. Dass ich das irgendwie, also es ist nicht nur der Geruch, sondern es ist halt gerade die Tatsache so, dieses
ja, dieses an, ja, so, man kann fast sagen asozial, so ein bisschen, ne? Ach so, also, es ist nicht nur der Geruch, sondern auch so die Haltung, die dahinter steckt. Ja, diese Tatsache ist so, halt, es ist so etwas ganz gesellschaftsunnormales. Mhm. Ne? Kommt das oft vor, dass du das tust? Ja, also, es ist schon so, dass ich gehe jetzt noch zur Schule und so. Eben. Das ist so ein bisschen schwierig, also wenn ich dann, das geht halt dann nicht über Monate oder so. Wie lange, war denn deine längste Zeit schon, dass du es ausgehalten hast? Meine längste Zeit, so ohne Dusche, das waren so knapp, ja, 8 Wochen. Boah, das also ist viel. Also 7 bis 8 Wochen, ja, das ist schon viel. Was heißt das? Ohne Dusche heißt auch, du wäschst dich nicht? Ja, also ich... Du wäschst gar nichts? Also nur nicht duschen, also ist das Einzige. Ja? Also so Rest schon noch, also ich gehe nur nicht unter die Dusche. Ja? Also das heißt, ich benutze halt so Deo und so, ne? Ach, das schon noch? Das schon noch, ja. Ja, wie was wäschst du dann? Wäschst du unter den Arm, wäschst du deinen Po oder was? Oder? Nee, ich wasch gar nicht. Absolut gar nicht. Du duschst nicht und du wäschst nicht? Nee. Gar nichts? Nee, gar nichts dann. Da stinkst du wie ein Ziegenbock. Nee, das ist gar nicht so schlimm. Nee. Ich dachte mir ehrlich gesagt am Anfang auch, das ist voll schlimm. Putzt du dir die Zähne währenddessen? Ja, das klar. Ja, das, ja, schon. Das schon. Ja. Ja, ja. Nur Dusche halt nicht. Das ist halt so der Körpergeruch, ne? Ja. In dieser längsten Zeit kannst du dich doch dann fast gar nicht unter Leute trauen, oder? Doch, also du, es ist ehrlich gesagt wirklich gar nicht so schlimm. Also man denkt sich jetzt so, ich meine, ich glaube ja, also ich habe ja in deinem Buch gelesen, dass du ja ein relativ hygienischer Mensch bist. Ja. Logischerweise, ne? So wie viele Menschen ja auch. Aber das kommt aus dem Typ, glaube ich, an. Vielleicht bist du kein Stinker. Ja, dann bin ich wahrscheinlich kein richtiger, also... Ja, ja klar, es gibt Leute, die stinken einfach. Wenn die ein paar Stunden, wenn die sich ein bisschen anstrengen und ein bisschen schwitzen, stinken die. Nee, so schlimm ist es. Und es gibt Menschen, die wirklich ganz viel und ganz lange irgendwie sich nicht duschen und die riechen fast überhaupt gar nicht. Ja, also natürlich, wenn du mir jetzt dann die Hose ausziehst und mir da unten hingehst, dann riechst du das so. Ja gut, wenn du ganz nah reingehst, ja, aber... Ja. Also, es gibt eine sexuelle Komponente dabei. Ja, schon, also definitiv, ja. Definitiv. Also das Wichtigste dabei ist aber eigentlich auch die Tatsache, die Unterhose. Die Unterhose. Ja, also die Unterhose ist halt der Hauptbestandteil eigentlich. Das heißt, du schnüffelst dann an deiner Unterhose? Schon mal? Nee, das gar nicht mal. Es ist einfach nur die Tatsache, dass ich die anhabe. Ach so. Und also ich muss dazu sagen, es ist nur Feinripp und Doppelripp. Verstehe. Ist klar, natürlich. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, ja. Es ist vielleicht auch so, dass es mich gerade anfängt, dass es vielleicht so was extrem Männliches ist und dieser männliche Geruch vielleicht auch dazu. Ja. Ist der Geruch aus diesem Bereich, der dich am meisten antaunt, der dir am meisten gefällt? Oder der Geruch unter den Armen oder an Füßen oder weiß ich was? Nee, Füße so gar nicht, muss ich dazu sagen. Mhm, ja. Nee, eher so natürlich so der Intimgeruch. Der Intimgeruch. Also, ja, ist schon das. Ich meine, das ist natürlich ein Fetisch, der einen unter Umständen sehr vereinsamen lässt, ne? Denn da jemanden zu finden, der da nur auch genau drauf steht, ist unter Umständen schwierig. Ja, das stimmt schon. Ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt da in der Richtung auch noch wenig Erfahrung jetzt. Ich meine, es gibt's bestimmt alles auch, aber ja, es gibt es alles. Ja, ja. Also ich habe auch per Internet schon ein paar Leute kennengelernt und so, das schon. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich per Internet jetzt mit den Leuten verabredet. So. Hast du denn seit der Geschichte, von der du gerade erzählt hast, wo du dich von dem Freund getrennt hast oder wo es zu Ende war zwischen euch beiden, gab es eine neue Beziehung seitdem? Bisher nicht. Nee. Bisher nicht. Mhm. Bisher nicht. Nee. Wie lange hast du zurzeit nicht geduscht? Zurzeit ist gar nicht, warte mal, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht jetzt 4 oder 5 Tage. Naja, ist auch schon wieder viel. Wir, die wir alle immer so völlig hysterisch 2-mal vielleicht am Tag duschen, klingt das dann schon viel. Ja, okay, klar, aber für meine so Umstände so ist es dann. Ja. Du bist 17, wohnst du noch bei deinen Eltern zu Hause? Ich wohne leider noch zu Hause, ja, das ist auch immer ein bisschen kompliziert. Meine Mama ist alleinerziehend. Ja. Und die soll das natürlich nicht immer unbedingt so mitkriegen, ne? Ist ja klar, weil kommt natürlich komisch. Natürlich, aber irgendwie ist es vielleicht dann auch nicht zu ja. Ja, also ich mache es dann so, dass ich schon unter die Dusche gehe. Also ich gehe dann ins Bad und mache die Tür zu und so. Lässt das Wasser laufen? Ja, ja. Ehrlich, damit sie das hört und denkt, du duschst? Ja, ganz ehrlich. Aber sie riecht dann nichts von dir, dass du doch ein bisschen müffelst irgendwie? Nee, das ist ja noch nicht. Ich muss auch sagen, ich habe nicht so den engen Kontakt mit meiner Ma. Also wir laufen uns nur selten über den Weg. Also aber gut, aber in der Schule. Du sitzt in der Schule neben jemandem. Ja, ich sitze in der Schule neben jemandem. Ja. Da ist es ja dann schon heikel, wenn du es zu lange hinzögerst. So ein bisschen irgendwie aus... Ja, das zieht natürlich dann unseren Tisch schon so ein bisschen hoch. So, genau. Und da hoffe ich, also ich hoffe dann immer, oh, hoffentlich irgendwie ne, kommt nicht mal ein Spruch oder so. Und ich habe es auch einmal schon erlebt, wo ein Mitschüler irgendwie gesagt hat, oh, hier riecht aber voll komisch und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob er mich meinte, aber es kann natürlich... So vielleicht ist es ja auch nur ein vorübergehender Fetisch. Es gibt ja so Sachen... Ich ganz ehrlich sagen, gehe ich auch von aus. Ja, also, ich muss dazu sagen, also seit mein Freund Schluss gemacht hat, halt, das hängt mir immer noch so irgendwie nach. Also ich hänge da schon immer noch irgendwie drin. Könnte ja sein, wenn jetzt irgendwie neue große Liebe kommt, dass du ganz dann genau. Geschrubbt und blank geputzt bist wie noch nie, ne? Das doch, ja... doch, das, das ist
das wird auch sein, ich war auch vorher ein vollkommen reinlicher Mensch. Also ja, ich habe nochmal täglich geduscht und alles. Ja. Und ich glaube auch, also wenn ich mich neu verliebe, wenn da irgendwie was Neues kommt, dann wird das, glaube ich, vorbei sein. Die Unterhose wechselst du nicht, wenn du dich nicht duscht? Die wechsle ich sogar ganz selten. Also manchmal wirklich ganz, ganz selten. Ja, also die anderen Sachen aber dann schon eher, Pullover und Socken und sowas. Ja, nee, das passt eigentlich ganz normal täglich. Also man soll mir das nicht von außen ansehen. Ja, so. Ja. Wie lange unter Umständen trägst du eine Unterhose? Bist du also ich muss sagen, meine aktuelle Unterhose, die habe ich das erste Mal getragen im Winter 2004, 2005, im letzten Winter also. Ja. Habe ich die das erste Mal getragen und seitdem nicht einmal gewaschen. Und die trage ich schon. Das darf nicht wahr. Ist das wirklich wahr? Das ist ohne Scheiß wirklich wahr. Wie schade, also ich habe die nicht ununterbrochen, aber immer wieder 3, 4, 5 Wochen am Stück. Also sie wird ab und zu schon mal ausgelüftet? Ja, das schon. Sie hängt da schon mal irgendwo rum. Das ist ja unfassbar, wie gut, wie schade, oder besser gesagt, wie gut, dass wir keinen Geruchsfernsehen haben. Ja, schlimm, dann ja, nicht, ne? Wäre ich wahrscheinlich schon auf großer Distanz, wenn du jetzt hier nimmst. Ich rieche nicht, nein, du riechst es wirklich nicht. Ja, vielleicht riechst du es nicht mehr, weil du immun bist dagegen. Ja, okay, gut, das kann natürlich auch sein. Also, wer weiß, was man über dich so in der Schule spricht. Ne? Man nennt dich den Stinker. Ich hoffe, nein, das hätte ich schon mitgekriegt. Ich hoffe, du hast jetzt kein ganz falsches Bild. Nein. Ich glaube auch, dass das eine vorübergehende Phase ist, dass irgendwie so eine Selbsterfahrungsgeschichte irgendwie mal. Vielleicht irgendwie schon, ja. Ja, vielleicht auch mal so einfach, wie du gerade sagst, mal so aus der Norm auszubrechen, ne? Aus der sozialen Norm. Anders. Ja. Ja, Tobias, interessant. Jeder Jack ist anders und vielleicht erlegt sich das Ganze wirklich, wenn du einen neuen Freund hast. Ja, ich gehe davon aus. Ja. Alles Liebe. Alles klar, ja, wünsche ich dir auch, ne? Dankeschön, Tobias. Mach weiter mit deiner Sendung, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Das war Tobias und hier ist Andrea. Andrea ist 19. Hallo, Andrea. Ja, hi. Hi. Um was geht's bei dir? Und zwar ist das halt noch wegen dem Thema von gestern. Ja. Es ging ja, ich bin ein knallharter Egoist. Oder allgemeinem Egoisten. Mhm. Und da kann ich jetzt halt nur von meiner letzten Beziehung reden. Mhm. Also. Der ein Egoist war. Mein Freund war einer. Ja. Und zwar richtig fieser. Richtig fieser? Ja. Sag mal Beispiele, woran du es so gemerkt hast. Es fing an, also wir haben auch ein gemeinsames Kind. Mhm. Es fing schon in der Schwangerschaft an, dass er ständig weg war. Ich hatte in der Schwangerschaft extreme Kreislaufprobleme, weil ich nichts essen konnte. Ich ging einfach nichts rein. Mhm. Und bin ich auch mal eines Abends umgekippt. Da kam er, nachdem ich ihn auch ein paar Mal angerufen hatte und gesagt habe, hier, Mama, mir geht's scheiße, kam er dann noch irgendwann vorbei. Mhm. Blieb 2 Minuten da, so nach dem Motto, aha, du lebst noch, ich muss jetzt aber wieder zurück in die Kneipe, ich habe da meinen Deckel noch liegen. Aha, na wie toll. Mhm. Und ich habe dann auch gedacht, okay, das ist jetzt diese Phase, so bevor das Kind kommt, nochmal richtig ausleben und dann... Ist er in deinem Alter? Der ist älter, der ist 23. 23, mhm. Ja. Ja. Und es ging dann auch während der ganzen Schwangerschaft so weiter, dass ich ja so gut wie jeden Abend alleine war. Mhm. Habt ihr in der Zeit schon zusammen gewohnt? Ja. Ja. Mhm. Also wir sind sehr früh zusammengezogen. Mhm. Also wir haben fast ja die ganze Schwangerschaft über auch zusammen gelebt. Mhm. Und auch danach noch eine Zeit lang. Wie hat er sich denn verhalten, als das Kind da war? Noch viel schlimmer. Was heißt das? Also es war dann so, dass auch bei der Geburt selbst nicht dabei war. Mhm. Mit welcher Begründung? Es gab eine Party. Es gab eine Party? Ja. Ist es wahr? Ja. Das ist ja krass. Das habe ich gerade gesagt. Wird er Vater? Ich kann ja vielleicht verstehen, wenn jemand sagt, ich will nicht dabei sein in dem Kreißsaal, aber ich sitze dann davor vor der Tür. Aber auf eine Party zu gehen, die Begründung, ich gehe auf eine Party, das ist ja heftig. Es war dann so, dass er die nächsten Tage dann im Krankenhaus auch war, weil ich hatte einen Kaiserschnitt und alles. Mhm. Es war eine Not-OP und klar, dann war er dann auch der Erste, der morgens überhaupt da angekommen ist und der Letzte, der gegangen ist von den Männern. Das schon? Das schon, mhm. Aber das war dann auch so, dass als ich dann mit dem Kurz nach Hause gekommen bin, ich sag mal, einen Monat ging's gut. Blieb er auch zu Hause, hat sich auch mitgekümmert, hat hier und da geholfen und dann fing's wieder an, dass er dann wirklich dreimal am Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, dann auch ab war. Ja. Das war dann meistens so, dass er dann um 4 oder um 5 nachts nach Hause kam. Mhm. Meinst du, dass da mit Frauen noch was gelaufen ist? Nee. Das nicht? Nee, also ich weiß... Er war mit den Jungs unterwegs und hat gesoffen. Genau. Mhm. Und zwar auch so richtig. Also das war dann so, dass er dann erst um 2 nachmittags aufgestanden ist, sich dann den ganzen Tag vom PC gehängt hat. Mhm. Er konnte keinen Finger rühren, Pampers wechseln, oh mein Gott, er könnte ja kotzen und keine Ahnung was. Also es kamen dann immer irgendwelche Ausreden. Mhm. Wurde von vorne bis hinten bedient.
Mhm. Weil, ich sag mal auch du, so. Du musstest ihn bedienen? Ja. Du er war ein Muttersöhnchen. Ja, achso. Du hattest schon genug zu tun mit dem Kleinen und dann musstest du den Großen auch noch bedienen. Genau. Mhm. Also da war nichts mit meinem Haushalt mit anpacken oder so. Und hast du denn, da haben wir gestern ja auch mehrfach drüber gesprochen, hast du da auch mal geschimpft und hast gesagt, nee, das geht nicht so weiter? Oder hast du es. Oft? Oft, sehr und oft. Also das war dann auch im Endeffekt der Trennungsgrund, dass ich irgendwann gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus. Ja. Ist er dann leicht gegangen? Hat er gesagt, okay, dann trennen wir uns? Oder fing er dann an zu zappeln? Nee. Er ist gegangen. Also, der ist dann, hat gesagt, ja klar, okay. Schlimm, ne? Er hat dann auch versucht, irgendwie diesen Macho irgendwie rüberkommen zu lassen. So nach dem Motto, ich heul keiner Frau nach. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Seit Anfang des Jahres. Kümmert er sich denn jetzt um das Kind ein bisschen? Besucht das Kind? Er besucht es nicht. Er besucht es nicht? Er besucht es nicht, sagen wir es mal so, ich fahre mit dem Kind hinterher. Also, er war kein einziges Mal hier, ich war jetzt immer nur bei ihm und habe ihm das Kind vorbeigebracht. Kommt man da selbst nicht so ins Grübeln und in Selbstzweifel nach dem Motto, wie konnte ich denn so einen mal lieben? Warum habe ich das damals nicht schon gesehen? War der vielleicht früher auch schon so und ich war nur so blind vor Liebe und habe es nicht mitbekommen? Denkst du so manchmal? Ziemlich oft sogar. Also, es waren ja Zeiten da, 6 Tage die Woche, auch mal im Winter ist er mal verschwunden über die ganze Nacht her, kein Anruf, keine SMS, gar nichts. War nicht zu erreichen, ich habe überall angerufen, ich hatte eine Scheißangst, weil es kann ja, weiß ich was, passieren. Kippt ein Besoffener da auf der Straße und lässt ihn jeder liegen und er friert da. Machst du dir im Nachhinein vielleicht auch insofern Vorwürfe, dass du sagst, ich hätte früher härter sein müssen? Ich war ja hart. Na gut, da hast du es aber doch eine ganze Weile mitgemacht. Ja gut, in der Schwangerschaft habe ich mitgemacht, weil ich auch dann gedacht habe, okay, es legt sich auch wieder. Wie lange wart ihr denn vor der Schwangerschaft schon zusammen? Das mit der Schwangerschaft ist ganz schnell passiert. Also wir waren 3-4 Monate zusammen. Ach so. Und ich sage auch, von mir aus hätte ich abgetrieben. Bin ich ganz ehrlich, weil es war dann einfach so, dass ich einen sehr guten Schulplatz hatte und alles. Und er wollte es? Er wollte es. Er hat so auf mich eingeredet, so nach dem Motto, wir schaffen es und ich helfe dir und du kannst dann mit der Schule weitermachen. Und umso gemeiner, meinen Lebenstraum erfüllen. Bitte? Du kannst? Ich könnte mir meinen ganzen Lebenstraum von wegen Karriere und keine Ahnung was, also das, was ich auch vorhatte mit Studieren und so. Kannst du dir erfüllen? Ich helfe dir, so hat er dir gesagt. Ja. Mhm. Boah, der ist aber wirklich, das ist besonders schlimm, finde ich. Und dich dann so hängen zu lassen hinterher. Und vor allen Dingen auch sich nicht um sein eigenes Kind zu kümmern, das Kind nicht mal zu besuchen. Somit wächst das Kind jetzt quasi ohne Vater auf, ne? Ja gut, ich bin sehr oft bei ihm, weil ich das ja halt auch nicht möchte. Ja, aber das ist alles, das beruht auf deiner Initiative, ne? Von ihm geht das nicht aus. Ne? Was empfindest du heute für ihn? Das weiß ich nicht. Also das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Also es ist teilweise absoluter Hass. Und teilweise denkt man immer noch, ja okay, das Schlimme oder das Komplizierte ist ja nur, dass das Kind da ist. Wenn das Kind nicht da wäre, dann könntest du ihn wirklich komplett abhaken und das wäre es dann. Und du würdest ihn vielleicht nie wiedersehen. Ja. So hast du natürlich eine Verbindung über Jahrzehnte jetzt mit ihm noch. Genau. Und er hat mich da auch selber in einen psychischen Ruin damit getrieben. Also es war dann auch so, dass ich... wenn er abends weg war, dass ich mir dann auch mal mich mal mit einer Wodkaflasche da vor den Fernseher gesetzt habe und da mal eine halbe Flasche getrunken habe. Hast du das denn jetzt so verwunden und für dich so deinen Rhythmus gefunden? Nicht wirklich. Ich habe mich sehr abgeschottet. Ich bin auch, ich habe panische Angst, könnte man so fast sagen, vor einer neuen Beziehung oder Freundschaften allgemein. Aufgrund dieser schlechten Erfahrung, die du gemacht hast. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Man muss auch immer wieder neuen Beziehungen, neuen Menschen eine Chance geben. Aber natürlich sollte man auch kritisch sein und auch aus den Fehlern lernen. Da sind bestimmt Sachen schon, die du jetzt im Nachhinein sagst, die würden dir bei einem anderen Menschen schneller auffallen, nach dem, was du jetzt erlebt hast. Aber man muss auch immer wieder dem Leben und auch den so neuen Verbindungen eine Chance geben, finde ich. Aber ich meine, du bist ja auch noch sehr beschäftigt mit dem Kind, das ist ja alles noch relativ frisch. Hast du denn überhaupt Zeit und Möglichkeiten rauszugehen und auch Leute kennenzulernen? Habe ich schon, aber ich habe da im Moment nicht dieses Bedürfnis nach, weil ich da einfach Angst vor habe. Irgendwann musst du da, glaube ich, ein bisschen gegen angehen und dir selbst so einen Schubs geben und wieder rausgehen. Ich glaube schon, dass das eine gewisse Zeit braucht, wenn man das verdaut hat, sowas. Und es schmerzt ja immer noch. Es schmerzt ja heute noch.
wie er dich behandelt hat. Aber irgendwann musst du da doch ein bisschen forscher sein und nach vorne gehen. Ich sag mal so, die Beziehung hatte eine gute Sache. Also er hat mich aus den schlimmsten Depressionen rausgeholt. Weil ich war ja davor sehr stark selbstmordgefährdet. Ach so. Dir ging es vorher schlecht. Also mein Körper ist von oben bis unten mit Narben übersät. Also so, ja. Ritzen war für mich so eine Art Droge. Ach so, und das ist vorbei jetzt? Das ist jetzt vorbei. Das ist vorbei. Mhm. Dafür ist meine Essstörung jetzt wieder hochgekommen. Das ist... da ist aber einiges nicht so ganz in Ordnung bei dir, ne? Ja. Mhm. Und dann noch das Pech mit dem Typ, mit dem Mann, und dann bricht das wieder aus. Da würde ich dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin vorschlagen. Mhm. Bist du einverstanden? Ja, sicher. Das ist Magdalena heute Nacht. Mhm. Da wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute für dich und dein Kind. Und du legst bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Ja, klasse. Und viel Glück noch mit deiner Schule, die ist echt klasse. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Andrea. Ja, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen gibt es keinen Promi-Talk. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Morgen gibt es im WDR Fernsehen, ich glaube, irgendeine große Sendung zum Grand Prix, irgend sowas. Auf jeden Fall gibt es keinen Promi-Talk von uns. Insofern ist das heute die letzte Sendung in dieser Woche. Und ich begrüße ganz herzlich die Nadja. Und Nadja ist 23 Jahre alt. Hallo Nadja. Hallo Domian. Und was geht es bei dir? Es ist problematisch. Ich stehe irgendwie zwischen zwei Männern und kann mich irgendwie nicht ganz entscheiden. Also es ist sehr schwierig im Moment. Zwischen zwei Männern? Ja. Sind das neue Beziehungen? Nee. Oder neue? Nee. Also die alte Beziehung, die ist jetzt 5 Jahre. Oh, 5 Jahre schon. Ja, also es war auch sehr, sehr, sag ich mal, eng. Wir wollten eigentlich heiraten und alles mögliche drum und dran. Und es war auch ein Kind unterwegs, ich hatte eine Fehlgeburt. Mhm. Also es ist sehr, sehr viel Emotionen hängen an der Beziehung. Aber ich habe mich jetzt vor 3 Wochen vor dem Mann getrennt. Aha. Weil ich einfach nicht mehr konnte. Er hat mich furchtbar eingeengt, er hat mir keinen Freiraum gelassen. Ich konnte nichts machen, ohne unter ständiger Kontrolle zu stehen. Ja. Und das hat mir sehr, sehr wehgetan auch, weil einfach das Vertrauen nicht da war. Und es gibt jetzt einen neuen Mann? Jein, also sagen wir es mal so, ich habe einen neuen in Aussicht, aber der traut sich nicht. Seit wann hast du den in Aussicht? Seit wann läuft da schon so ein bisschen was oder habt ihr euch beguckt? Ja, schon seit knapp ein Vierteljahr oder so. Mhm. Also das ist schon eine ganze Zeit, sage ich mal. Mhm. Und der hat mir jetzt auch klipp und klar gesagt, dass er die Beziehung oder eine neue Beziehung nicht eingehen kann, weil er halt einfach auch irgendwo die Panik hat, weil er kennt meinen Ex-Freund. Ja. Einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt eine Beziehung ein, weil er denkt, dass es dann so rüberkommt, dass es wegen ihm war, dass ich mich von ihm getrennt habe. Ach so, aber das sind keine Freunde? Nicht wirklich. Also sie kennen sich, ja. Es sind, ja, Bekannte halt. Gute Bekannte irgendwie. Gute Bekannte, aber so, dass wir wirklich Freunde sind, das ist es nicht. Also es ist würdest du denn sagen, dass du in diesen neuen, dass da schon heftige Gefühle im Spiel sind, dass du verliebt bist? Ja, richtig. Also das schon. Wirklich dieses, es ist auch sehr schön zu spüren nach so vielen Jahren, sag ich mal, wieder dieses Kribbeln im Bauch, wenn man ihn sieht und einfach mit ihm zu sprechen. Glaubst du denn, dass es bei ihm ganz genauso ist, dass er auch sehr verliebt ist in dich? Das weiß ich nicht so genau, das ist mein Problem. Und ich bin nämlich gerade, will ich ja sagen, ganz ganz skeptisch, dass der sagt, ich will mich nicht auf eine Beziehung einlassen, weil das ein Bekannter von mir ist und der dann denkt, dass du ihn verlassen hast wegen mir. Ich glaube, wenn man wirklich groß verliebt ist, ist einem das wurscht. Ja, das habe ich mir auch gedacht, das war ja mein Problem und deswegen weiß ich einfach nicht, was ich machen soll, weil der Alte, der kämpft halt wirklich um die Beziehung. Er sagt, er möchte mich zurückhaben mit aller Gewalt. Er hat mir versprochen, er ändert sich. Und ich habe halt irgendwo die Angst, dass es eben doch nicht der Fall ist. Also vor 3 Wochen habt ihr euch getrennt? Richtig, ja. Mhm. Die Trennung ist von dir ausgegangen? Richtig, genau, ja. Meinst du denn, so ganz ehrlich jetzt, so ganz spontan und ganz ehrlich, dass da überhaupt noch eine Hauch von Chance da ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich. Ist da noch Liebe im Spiel? Jein. Also einerseits, ich kann es halt nicht ganz beschreiben, es ist halt einfach die Einsamkeit, die im Moment sehr extrem ist. Und ich kann jetzt halt wirklich im Moment nicht definieren, ist es die Einsamkeit oder ist es wirklich das Verlangen nach ihm. Verstehe. Was hat dich, wenn du es vielleicht so in einem Satz ausdrücken solltest, was hat dich am allermeisten gestört an deinem Ex? Die Einengung. Keine Freiheit. Habt ihr noch miteinander geschlafen zum Schluss? Ja. War das okay? Sagen wir es so, ich war mit meinen Gedanken schon ganz woanders, ich war gar nicht bei der Sache. Und das war einfach, denke ich mal, auch ein Knackpunkt, wo ich sagen muss, es hat mir nicht gut getan. Ja. Es war für mich nicht so, dass ich sagen kann, es war schön.
weil ich einfach sagen muss, ich war mit meinen Gedanken nicht dabei, ich war mit meinen Gedanken schon wieder ganz woanders und es war halt einfach nur so ein Zwang. Heißt woanders? Weil er halt wollte. Ja. Heißt woanders, dass du dann auch schon an den Neuen gedacht hast? Ganz ehrlich gesagt, ja. Ja. Mhm. Mhm. Weiß denn eigentlich dein Ex, dass es da einen Neuen gibt? Irgendeine? Nein. Gar nichts. Der denkt, du bist ganz alleine. Richtig. Mhm. Richtig. Er hat gesagt, er will sich verändern. Ja. Hat er das früher auch schon öfters mal versprochen? Überhaupt noch gar nicht. Weil er hat nie irgendwie auf meine Andeutungen reagiert. Ich habe ihm das die ganzen 5 Jahre versucht klarzumachen, dass ich einfach meinen Freiraum brauche. Und er hat mir auch vorgeschrieben, ich darf nicht alleine weggehen, ich darf keine Bekannten haben. Ich habe wegen ihm meine ganzen Freunde aufgegeben, was für mich auch sehr, sehr schwer war, weil ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch und ich bin eigentlich sehr, ja, sagen wir mal, freundschaftsbezogen in dem Sinn. Ich brauche einfach die Leute um mich rum, ich muss Spaß haben und ich habe wegen ihm alles aufgegeben und das bereue ich jetzt natürlich. Das heißt, er hat dich quasi ja, wie so eine Leibeigene gebraucht, also, um es mal ganz krass auszudrücken. Richtig, so kann man es sagen, ja. Also du durftest nicht alleine mit deinen Freundinnen ausgehen? Nein. Du durftest, geschweige denn natürlich auch keine Freunde, keine männlichen Freunde, nein, wo nichts platonisch gab, war auch nichts möglich? Gar nichts. Es war gar nichts möglich, weil jegliche Möglichkeit, die ich hatte, die hat er mir sofort kaputt gemacht mit allen möglichen Dingen. Entweder er hat mir gedroht mit dem, dass er mich verlässt oder in sonst irgendwelcher Hinsicht nach. Es war einfach ja, von seiner Seite aus keinerlei Kompromiss möglich. Und das ging doch nicht die ganze Zeit so. Oder von Anfang an? Es hat sich erst so rauskristallisiert im zweiten, dritten Jahr. Also am Anfang war es noch in Ordnung. Da waren dann zwar auch die Streitgespräche, warum, wieso, weshalb, warum kannst du nicht mit mir den Spaß haben, den du mit deinen Freundinnen hast? Oder warum kannst du nicht mit mir irgendwo hingehen, wo mit deinen Freundinnen irgendwo was läuft? Gab es damals in der Zeit sowas wie eine beste Freundin? Ja, die gab's. Und auf die war er auch eifersüchtig? Natürlich, auf jeden Fall, weil... Die durftest du auch nicht sehen? Nein, du durftest dich alleine, ich halte es mal fest, alleine nicht mit deiner besten Freundin treffen. Nein. Und du hast dich dem gebeugt. Ich habe mich dem gebeugt, das war ein sehr großer Fehler von mir, das habe ich jetzt inzwischen eingesehen. Sehr großer Fehler, finde ich auch. Ja, das habe ich inzwischen eingesehen, ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Und ich sag mal, jetzt im Moment, ich genieße die Zeit wirklich, dass ich einfach tun lassen kann, was ich will. Ich muss niemandem Rechenschaft darüber ablegen, was ich tue, warum ich tue und wann ich tue. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. Und ich vermute mal, wie du ihn jetzt beschreibst, ich kann mir das schon vorstellen, dass er ganz rigide mit dir umgegangen ist und hat dir gesagt, was du nicht darfst. Aber er hat sich die Freiheiten rausgenommen. Er hat sich bestimmt mit seinen Freunden getroffen und hat alleine Sachen unternommen, oder? Richtig, genau. Ja. Und ich saß dann halt zu Hause und habe halt brav dem gefolgt, was er gesagt hat. Meinst du, dass er dir treu gewesen ist in dieser Zeit? Inzwischen nicht mehr. Also ich habe jetzt inzwischen sehr viele, in diesen 3 Wochen sehr viele Sachen gehört. Gut, ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt da hundertprozentig drauf geben kann, was die Leute mir gesagt haben, aber ich traue diesen Leuten auch. Hat er irgendwann die Hand mal erhoben gegen dich? Nein, das hat er nie. Das hat er nie gemacht. Das hat er nicht gemacht. Aber das andere reichte, das ist auch schon schlimm genug, was du beschreibst. Und jetzt, nachdem du dich getrennt hast, nachdem er gemerkt hat, dass du es wirklich ernst meinst, jetzt ist er am Winseln. Richtig, und genau. Bettelt, dass er zurückkommen kann. Genau. Ja. Aber all die Zeit, die Jahre, wo du gesagt hast, hier, da hast du dich ja auch schon beschwert, ne? So wie du es mir gerade erzählt hast, da hat er es weggewischt. Richtig. Nach dem Motto, weil er dachte, mit der kann ich es ja machen und die wird eh keine Konsequenzen rausziehen. Ganz genau so war es. So war es, ja. Mensch, Nadja, es klingt wirklich so, als würde ich dir sagen müssen, gut, dass du dich getrennt hast. Ja. Und das ist natürlich klar, wenn man 5 Jahre so unter der Fuchtel von jemandem steht, dass man dann die ersten Wochen auch schwimmt und sich auch irgendwie einsam fühlt. Ja, das ist halt das Schwierigste. Aber toll finde ich, dass du auf der einen Seite fühlst du dich einsam, aber toll finde ich, dass du auf der anderen Seite auch das genießt, die Freiheit, endlich was machen zu können, wie du. Das finde ich schon mal ein gutes Zeichen. Und ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal das noch genießen und noch gut Zeit verstreichen lassen und mich weiter auf den Neuen konzentrieren. Ja. Ich hoffe halt, dass der irgendwann halt so steht, dass es wirklich nicht wegen ihm war, sondern dass es das jetzt halt erst in den 3 Wochen so extrem rauskristallisiert hat. Weil ja, aber selbst wenn, natürlich, selbst wenn es wegen des neuen Mannes war, ist es auch egal. Das ist dann halt so und das ist dein Leben. Ja. Du bist dem überhaupt keine Rechenschaft dann mehr schuldig. Hat der andere Angst vor deinem Ex-Freund? Nein, ich glaube, es ist nicht Angst, es ist einfach nur die Gefahr, dass er ihm vielleicht irgendwie etwas nachsagen könnte, was nicht so ist. So, also da wiederhole ich mich nochmal, wenn der dich wirklich liebt, dann steht der auch zu dir und dann ist dem das auch wurscht, was der eventuell danach sagen könnte. Er
hat ja auch gleich von vornherein gesagt, es ist nicht ausgeschlossen. Er hat das gemeint, jetzt im Moment wäre es etwas schlecht. Ich finde allerdings auch so, für deine Person fände ich es eigentlich ganz gut, wenn du erstmal eine Weile noch alleine wärst. Und nicht von einer Beziehung jetzt schon in die nächste reinfällst. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass du vielleicht das Beste. Genau, du kannst das mit dem neuen Jahr laufen lassen, das ist ja okay so. Ohne dass man nur sagt, wir sind jetzt definitiv ein Paar und zusammen. Und genieße einfach mal die Zeit, beobachte dich mal, wie du dich so fühlst. Und ich glaube, ich bin fast sicher, dass sich die Gefühle so rauskristallisieren werden, dass du sagst, die Entscheidung vor 3 Wochen war richtig. Mhm. Und ich gucke jetzt nach vorne und nicht nach hinten. Ja, das hoffe ich, dass das im Endeffekt irgendwann darauf rausläuft. Ja, also ich glaube, das ist sicher sehr gut. Denn was du da jahrelang mitgemacht hast, das ist unter aller, da muss man gar nicht drüber reden, wie schlimm das ist. Ja, es war sehr schlimm. Ja. Das eigentlich kommt halt leider erst im Nachhinein. Ja gut, aber so ist es halt. Ja. Besser jetzt als gar nicht. Ne? Richtig, ja, das denke ich mir halt auch. Ja. Gut, Nadja, dann wünsche ich dir einfach erstmal viel Spaß im neuen freien Leben. Danke. Und viel Glück auch in der neuen Liebe. Super, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jutta ist hier. Hallo Jutta, 36. Hallo Jutta. Ja, hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir, Jutta? Ja, bei mir geht's um meine Tochter. Mhm. Und zwar haben wir festgestellt, dass sie uns Geld klaut. Wie alt ist sie? 14. 14? 14, ja. Wie habt ihr das festgestellt? Wie haben wir das festgestellt? Ja, es ist so einfach losgegangen. Es waren immer kleine Beträge. Also das war, wo es eigentlich nicht so aufgefallen ist, wo man dann einfach gesagt hat, das hat man vielleicht selber ausgegeben oder wo man nicht mehr gewusst hat man das mal ausgegeben oder so. Und dann ist es halt mal immer mehr geworden, 10 Euro, ja. 20 Euro. Hat sie es aus deinem Portemonnaie genommen? Aus dem Geldbeutel, wo man einfach gesagt hat, man ist der Meinung, man weiß ja ungefähr immer, was man drin hat. Ja. Und plötzlich war halt, ja gut, 10, am Anfang so 5 Euro, vielleicht einmal 4, 5 Euro, dann 10 Euro, 20 Euro und dann war es halt so, dass wir auch im Schrank, im Wohnzimmerschrank, so ein Glas, so ein Kelch haben und da steckt man halt immer so ein bisschen was rein, so als Reserve. Und da haben uns dann 50 Euro gefehlt. Oh, das ist natürlich jetzt schon dann... Ja, und... Wann war das? Das ist jetzt, ja, ungefähr 3, 4 Wochen her. Hast du sie darauf angesprochen? Und ja, natürlich. Und wir haben sie natürlich darauf angesprochen und... ja, ihren Bruder haben natürlich, was man noch dazu sagen muss, ihren Bruder, der ist fast, also 1,5 Jahre, gute 2 Jahre jünger wie sie. Da haben auch mal 10 Euro gefehlt, 20, das ist einer, der gern spart, weil er sich dann irgendwas für seine Playstation zusammenspart, irgendein Spiel oder so. Aber ihr seid sicher, in diesem Fall, den du gerade geschildert hast, besonders mit den 50 Euro, dass das Mädel das war? Es war halt einfach weg und ich denke mal in der Früh noch, ja, hat das mein Mann mitgenommen, wegen irgendwas einkaufen und so, und das Geld war weg. Und sie sitzt noch daneben, sage ich, jetzt hat er einfach, also einfach so als Gaudi noch so, jetzt hat er das Geld mitgenommen und keine Reaktion. Und dann kommt mein Mann nachmittags heim, dann sage ich, hast du die 50 Euro raus? Weil normalerweise sagt er ja auch Bescheid oder ich sag's ihm, wenn irgendwie Geld brauche oder so. Ja. Und dann sagt er, also ich habe das Geld nicht gebraucht. Und sie sitzt immer noch so regungslos auf dem Sessel und kein Ding. Und dann sage ich, Christina, hast du das Geld raus? Weil man ja das vorher mitgekriegt hat, das, was gefehlt hat. Nein, und sie war es nicht. Und immer auf mich beschuldigen, sei ja das Vertrauen. Es ist halt einfach, weil vorher ja schon mal was war. Ich unterbreche mich eben. Hatte sie vorher denn das schon mal eingestanden, dass sie es gemacht hat? Ja. Das schon. Ja. Das hat sie dann immer gemacht. So, und was ist nun mit den 50? Hat sie es dann irgendwann doch zugegeben? Ja, das Lustige war ja, mein Mann, wenn von der Arbeit heimfährt, der geht im Supermarkt vorbei, kauft halt dann auch gleich ein, weil er an dem Supermarkt vorbeifährt, bringt Obst mit, unter anderem. Und ich fülle die Obstschale auf und die war leer vorher, also wirklich komplett leer. Und ich fülle die Obstschale auf und es war schon ein Gespräch, bestimmt von einer Stunde, mit den 50 Euro. Und ich fülle die Obstschale auf, gehe irgendwie in den Keller, komme wieder rauf, meine Tochter sitzt weinend draußen an der Terrasse auf der Bank und weint. Und sag, was ist jetzt los? Dann sagt mein Mann, sie hat jetzt zufälligerweise, wollte sie sich einen Apfel aus der Obstschale nehmen und findet die 50 Euro.
Und sie war ja vorher, ich war ja vorher noch dran. Ich verstehe, sie hatte ein schlechtes Gewissen und sie wollte die 50 Euro schnell in die Obstschale reinlegen und... Und zufällig war es halt dann da, genau. Mhm. Und das sind halt lauter so Situationen, wo ich sage... Aber habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ist dein Mann dann dazugekommen in dem Moment, als sie das da reingeschoben hat, das Geld in die Schale? Nein, das nicht. Sie ist in ihr Zimmer, anscheinend in der Zeit, wo ich im Keller war, ist sie rauf in ihr Zimmer, muss runter in die Küche sein, wir haben da so eine Durchreiche, muss dieses Geld da reingelegt haben, hat sich einen Apfel genommen und hat das Geld in der Hand. Sagt, Papa, schau mal, das sind ja die 50 Euro. Ach so, jetzt verstehe ich. Genau. Das verstehe ich, ja. Und da wobei sie dann auch jedes Mal zugibt, wo das auch schon mit was heißt kleinere Beträge, ich meine 10 Euro oder so, das ist auch kein kleiner Betrag, wenn man das so überlegt. Hat sie es denn dann, da müsst ihr doch gesagt haben, pass mal auf Mädchen, hier, jetzt gibt's zu, hat sie es dann zugegeben? Sie gibt es zu. Dann hat sie es zugegeben. Sie gibt es dann zu. Und sie weint dann auch und sie ist dann auch total fertig. Weißt du denn, für was sie so dieses Geld haben wollte oder benutzt hat, was sie schon weggenommen hat? Gut, ihr Bruder hat morgen Geburtstag. Ja. Sie sagt, sie wollte ihm was zum Geburtstag schenken. Klingt immer gut, ne? Ja. Aber ob das stimmt, weiß man auch nicht. Ja. Ich weiß auch, dass sie raucht. Also inzwischen habe ich das so ein bisschen, man kriegt das einfach mit und sie raucht. Wahrscheinlich für Zigaretten. Sie hat ein Handy, wo wir auch gesagt haben, du kannst gerne ein Handy haben, aber du musst dir die Karte selber finanzieren. Und sie kriegt genug, also ich bin jetzt der Meinung, für 14 Jahre 30 Euro Taschengeld im Monat ist schon, also... Ja, also ist so eigentlich schon für unsere Verhältnisse ein schönes Geld, sag ich jetzt. Ja. Das kann man sich ein bisschen einteilen. Ja, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie klar könnt ihr mit ihr reden und hast du den Eindruck, dass durch das Reden du sie erreichst und dass man etwas verändern kann? Hast du den Eindruck oder meinst du, sie macht dicht? Ja. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit ihr super gut klar, obwohl sie in der Pubertät ist. Mhm. Also ich muss sagen, also wenn ich oft so andere Probleme höre, muss ich sagen, sicher haben ja die pubertären Probleme. Also dieses Aufbrausen, dieses ich will länger weg, als wir ihr erlauben. Ja, meinst du, dass du sie erreichst so im Gespräch? Ja, nein. Also gerade was das angeht... eher nicht. Mit Geld, also das... Sie sagt, wir haben jetzt eben diese Woche das Gespräch ganz intensiv gehabt. Mhm. Deswegen habe ich auch vorgestern angerufen. Mhm. Und so ganz intensiv. Und sie sieht selber ein, oder auch schon vor den 3-4 Wochen, wo diese 50 Euro abgegangen sind, wo sie dann selber gesagt hat, Mama, ich weiß nicht, warum ich das tue. Ja, aber immerhin, das ist ja schon mal ganz gut. Genau. Ne? Das ist schon mal ziemlich gut. Genau. Und also brauchte man da jetzt vielleicht so ein paar psychologische Kniffe und Tricks, um sie vielleicht noch mehr so auf die Bahn zu bringen? Das ist eben meine Meinung. Ich habe zu ihr gesagt, Christina, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir uns da irgendwo Hilfe suchen. Ja, ich biete dir jetzt erstmal Folgendes an. Dass du mit meiner Psychologin darüber mal ein paar Worte redest. Ja. Vielleicht kann man das schon in dem Gespräch klären. Ja. Darüber hinaus, wenn das nicht möglich ist, können wir dir sehr gerne eine Hilfsstelle anbieten, wohin du dich wenden könntest. Ja. Ich meine, wenn man das jetzt so in den Anfängen regelt und dann kriegt man das ja vielleicht alles dann doch noch auf die ordentliche Bahn wieder. Da würde ich dich bitten, aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an. Das wäre super, ja. Jutta, danke für deinen Anruf und alles Gute. Ich danke auch. Tschüss. Okay, tschüss. Danke. Frank 24 ist hier. Hallo Frank. Ja, hallo. Hallo Frank, guten Morgen. Hallo Domian. Um was geht's? Ja, ich habe ein mittelschweres Problem, sagen wir es mal so. Und zwar, ich habe einmal eine Freundin, mit der ich eigentlich auch ziemlich glücklich schon seit 3 Jahren zusammen bin. Ja. Und seit einem halben Jahr habe ich eine Affäre mit einem Mann. Oh. Ja. Zum ersten Mal mit einem Mann? Ja, zum ersten Mal. Also ist auch eine sehr, sehr neue Erfahrung für mich. Ist das von dir ausgegangen oder ist es von ihm ausgegangen? Ich sag, dazu gehören immer zwei. Natürlich, aber irgendjemand macht den ersten Schritt. Warst du's? Kann ich jetzt so nicht beantworten. Wo hast du den kennengelernt? Im Arbeitsumfeld oder in der Kneipe? Oder? Also ich bin unter der Woche sehr viel in Berlin geschäftlich unterwegs. Mhm. Und dort in Berlin habe ich ihn dann kennengelernt. Aber nicht in einer schwulen Kneipe, das nicht? Nein, also es war ganz, also ich war in der Sauna, das ist zwar auch typisches Klischee. Aber in einer normalen Sauna? Ja, das war eine Bädersauna, eine ganz normale Sauna und da haben wir uns dann eben kennengelernt und
ja, dann ist man noch was trinken gegangen und dann ist es eben mehr geworden. Hast du am selben Abend, also man hat da noch Telefonnummern ausgetauscht. Ja. Hast du denn vorher schon mal so für dich solche Fantasien gehabt, dass vielleicht mit einem Mann das dir auch gefallen könnte? Oder war das ganz neu und ganz plötzlich da? Es war nicht ganz neu. Also man hat sich sicherlich mal überlegt, so, okay, weil man merkt auch, wenn man angeschaut wird von anderen Männern, ich habe in meinem Freundeskreis sind viele schwule Männer dabei. Mhm. Also es ist jetzt nicht komplettes Neuland gewesen für mich, aber unterm Strich war es dann in dem Sinn neu, dass du es dann gemacht hast. Ja. Was heißt jetzt ernst? Hast du dich verliebt in diesen Mann oder ist das eine reine Sexaffäre? Es hat angefangen mit nur Sex, aber ist mit sehr viel mehr geworden. Mhm. Also ich muss sagen, ich liebe meine Freundin über alles, was ein Widerspruch an sich ist, weil wenn ich in Berlin bin, also wir sind beide sehr viel unterwegs, beruflich. Der Freund, also der Mann und du? Oder deine Freundin? Nein, also meine Freundin und ich sind also beide sehr viel beruflich unterwegs und man merkt es einfach. Wenn ich dann in Berlin bin, klar sehnt man sich dann nach der Zweisamkeit und alles und ich freue mich dann auch immer wieder zurückzukehren nach Hause. Du bist Berliner? Nein, ich bin Münchner. Münchner, ach so. Münchner, aber bin in Berlin eben öfters tätig. Ja, und der Mann wohnt in Berlin? In Berlin, der ist in Berlin und ich wohne mit meiner Freundin zusammen in München. Also, du bist auch verliebt in den Mann. Da sind dicke Gefühle im Spiel. Ja, das sind Gefühle im Spiel. Ist das ein homosexueller Mann oder auch ein eher bisexueller wie du? Nee, der ist homosexuell. Ja. Also er hatte noch nie eine Freundin oder sonst etwas. Also Und ist er Single oder ist er auch in einer Beziehung? Er sagt, er ist in einer Beziehung mit mir. Also Ach so. Von dem her ist es von seiner Seite aus ganz klar. Man muss dazu sagen, er weiß davon, dass ich eine Freundin habe. Mhm. Meine Freundin weiß nichts davon, dass es einen Mann gibt. Mhm. Und sie ahnt es. Und das ist eigentlich jetzt so das Problem. Ach, sie ahnt es? Sie ahnt jetzt nicht, dass ich mit einem Mann etwas habe, sondern sie ahnt etwas, dass ich... Dass da irgendwie was mit jemand... die denkt, da ist eine Frau im Spiel. Ja. Ja. Mhm. Also im Prinzip ist das ja erstmal jetzt auch wurscht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Tatsache ist, dass da eine Affäre entstanden ist neben deiner langjährigen Freundin. Ja. Und du in diese Affäre verliebt bist. Ja. Ne? Ob das jetzt erstmal ein Mann ist, finde ich zweitrangig. Also ist es ein klassisches Problem, wie geht man damit jetzt um und wie verhält man sich? Aber ich finde ein halbes Jahr schon ziemlich lang. Und ein halbes Jahr geheim halten ist auch schon nicht fair der Beziehung gegenüber, sprich deiner Freundin gegenüber. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich möchte sie auch nicht loshaben. Also ich möchte sie auch nicht loswerden oder loshaben, so in dem Sinne. Ist mir schon klar, aber du bist auch nicht mutig genug und sagst ihr, so und so ist es. Denn dann sind die Karten ganz neu gemischt und es kommen ganz neue Kräfte ins Spiel. Im Moment versuchst du so auf beiden Hochzeiten zu tanzen und es dir von beiden Seiten gut gehen zu lassen. Und das ist eigentlich nicht fair. Ja. Im Prinzip, in dem Moment, wo du es ihr sagst, wird irgendwas geschehen. Dann wird die reagiert, darauf reagierst du wieder. Vielleicht musst du eine Konsequenz ziehen oder du musst dich klar entscheiden. Du hast Angst vor einer Entscheidung, das ist es. Das ist richtig. Du hast Angst vor einer Entscheidung, ja. Weil ich meine, man kann so viel hin und her sagen, wie man will eigentlich. Unterm Strich, es ist abnormal, in Anführungsstrichen, einen Mann zu lieben. Es passt in keine perfekte Welt rein. Und ich bin eigentlich eher so der Anhänger der perfekten Welt. Achso, du hast auch noch Probleme damit, das so zu akzeptieren, dass das eine schwule Beziehung ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich laufe in Berlin mit ihm offen durch die Straßen. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt verstecken oder wenn mir jetzt danach ist, einen Kuss zu geben, dann gebe ich ihn auf der Straße, in der U-Bahn. Aber so ganz selbstverständlich wie mit einer Frau fühlst du dich generell grundsätzlich nicht mit ihm? In Berlin ja. In Berlin schon, ja. In Berlin ja. Aber so für dich, tief in dir und irgendwo anders eben nicht. Ja, also ich kann jetzt den Gedanken in... In München kann ich mich mit diesem Gedanken jetzt nicht anfreunden. Ich würde jetzt nicht wollen, dass er mal nach München kommt, mich zu besuchen. Finde ich auch schon schlimm. Finde ich schon schlimm. Also wenn du dich da schon auf einen Menschen einlässt. Ich meine, das ist eine Frage jetzt, inwiefern du deine offensichtlich bisexuelle Identität auch wirklich annimmst. Aber das ist ein Zusatzproblem. Das Hauptproblem finde ich, dass du offen mit deiner Freundin darüber reden musst. Das ist ganz klar meine Meinung. Lieber Frank, jetzt ist die Sendung gleich rum. Ich habe sie aber noch klar sagen können. Ich glaube, sonst würden wir uns wahrscheinlich doch nur in Details wiederholen. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Vielen Dank. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Katrin Paulsen, Marco Rössler, Gudrun Hausen, Christian Großpitz, Christoph Hoffmann, Manuel Jappes und Anja Baumann. Wir sind wieder da. In der Montagnacht gibt es eine Wiederholung einer Promi-Sendung mit Stefan Raab.
Und live sind wir wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.